und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Oder wie es meine Mutter wahrscheinlich nennen würde, die Odyssee Teil 2. Ja, auf jeden Fall habe ich euch jetzt im ersten Video erzählt, wie ich mich die ersten paar Jahre meines Lebens ernährt habe. Und jetzt dachte ich, ich komme mal zum nächsten Jahr. Eigentlich könnte ich daraus einen 2000-Teiler machen, wenn es an meine Mutter ging, aber wir fassen es kurz zusammen. Ja, dann irgendwann hat meine Oma hat hauptsächlich früher immer gekocht und bei der gab es dann immer dieses Linsengemüse und Nudeln und naja, und eben auch Fleischsoße. Und jeder, der jetzt weiß, der mein Video mit dem Urlauben angeschaut hat, weiß, dass es da eine Vor- und Nachgeschichte gibt. Ja, und dann irgendwann habe ich dann angefangen, etwas mich mehr zu essen als nur diese Nudeln und das. Und dann habe ich dann erstmal angefangen, so ein bisschen Fleisch zu essen. Ich war jung, ich wusste es nicht besser. Und dann habe ich irgendwann eben angefangen, auch so ein bisschen Salat zu essen. Dann habe ich andere Nudelsorten außer Spaghetti probiert. Dann irgendwann habe ich dann auch angefangen, ich habe einfach mal Neues ausprobiert immer. Und dann habe ich auch gerne Waffeln gegessen, die meine Oma immer sehr gute gemacht hat und immer noch gute macht. Naja, eigentlich hat sie schon länger keine mehr gemacht, aber sie hat immer super Waffeln gemacht. Und dann jetzt habe ich Hunger. Dann habe ich auch angefangen, Cornflakes zu essen, was für mich sehr wichtig war, weil was ich selbst nicht gemerkt habe, ist, dass mich oft, wenn ich so ganz nervöse Zustände hatte oder wenn ich aufgeregt war, dass ich dann jemand bin, der mich beruhigt, dann vor allem Milch. Also ich trinke sehr viel Milch für meine Verhältnisse. Ich glaube, ich schaffe schon so eine Badewanne im Jahr, also so von der Menge her. Aber ich kann es jetzt nicht bestätigen, kann es nicht beweisen, aber auch nicht das Gegenteil. Aber ich trinke sehr viel Milch. Ja, und dann irgendwann habe ich dann auch ein bisschen angefangen mit Gemüse. Und dann habe ich immer Pilze, Paprika, aber nur die rote. ja. Und Zwiebeln zu essen. Das ist so 3 Gemüsesorten. Das habe ich dann nur fürs Alibi gemacht. Ja, und dann habe ich irgendwann, ich weiß nicht, wo es war oder wann es war, habe ich Pizza entdeckt. Und ja, dann bin ich total verrückt gewesen nach Pizza. Und dann war das Ding, dass meine Mutter und mein Vater von überall her aus der Gegend und auf jeden Bestelldienst Pizza oder so herkarren mussten. Und ja. Ja. Und dann kam der Moment, in dem die Odyssee des Essens für meine Mutter 9 Albtraumstufe erreicht hatte. Dann war der Tag, an dem ich 11 wurde. Und ja, so um die 11 rum. Und dann haben sich meine kompletten Geschmacksnerven verändert. Und alles, was ich bis dato für gut befunden habe oder was ich essbar fand, fand ich plötzlich grauenhaft, weil es entweder zu salzig war oder es war zu sauer oder ich habe eben einfach viel intensiver geschmeckt und dann plötzlich habe ich, also wir haben aus 5 bis 6 Lieferanten wurden dann, wir haben 2 bis 3 Lieferanten, die auch nur an guten Tagen, manchmal war es nämlich auch nur einer, bei dem man was essen konnte. Und dann war es so, dass es für mich, also ich habe dann zu meiner Mutter immer gesagt, ich habe Lust auf Italienisch. Also ich gesagt, ja, wo möchtest du denn bestellen? Dann ich so, nicht wirklich irgendwo, die schmecken alle so. Dann kam der Funken mit, dann irgendwann kam noch der Moment, wo ich dann angefangen habe, ich will nicht mehr nach 20 Uhr essen. Und dann hieß es da immer, wenn meine Mutter mir noch was nach 20 Uhr zum Essen machen wollte, hieß es, nee, ich will nicht. Ist zu spät. Und ich konnte dann auch richtig käpig werden, weil ich dann total kraftlos war. Und dann ich bin zum Monstrum geworden. Das, allein, dass meine Mutter es geschafft hat, mich bis ich 24 Jahre alt bin zu ernähren. Und also gesagt, bis ich 23 wurde. Respekt an meine Mutter. Ja,
Dann habe ich irgendwann, also dann war es auch so, dass ich irgendwann nicht mehr wirklich immer Lust hatte auf Nudeln, weil ich meine, ich habe ja, meine Hauptnahrung ist Nudeln. Ich glaube, ich esse so schätzungsweise 5 bis 6 Tage in der Woche Nudeln auf irgendeine Art mit Ketchup oder mit irgendwas anderem. Und dann war es auf jeden Fall so, dass ich zu meiner Mutter irgendwann dann auch gesagt habe, wenn sie gesagt hat, ich mache dir jetzt ein paar Nudeln, und dann kam immer so ein, nee, ich habe nicht wirklich Lust auf Nudeln. Und auf ihre Frage, ja, auf was hast du denn Lust, kann dann meistens ein, ja, wo soll ich das wissen? Kann, weil ich meine, ich sollte es ja wissen, wenn ich keine Nudeln will, was ich will. Dann habe ich irgendwann chinesisches Essen für mich entdeckt. So, Leute, es tut mir leid, aber ihr müsst jetzt damit leben. Mein Knie ist im Bild. So, es tut mir leid, aber dieses Knie bewährt uns jetzt heute, weil ich kann sonst nicht mehr sitzen. Ja, und irgendwann habe ich dann chinesische Essen auch für mich entdeckt. Und da hatte ich eine Phase, wo ich eigentlich am liebsten jeden Tag der Woche nur chinesisch gegessen hätte. Aber um mal ganz ehrlich zu sein, das chinesische Essen bei uns in der Gegend war sau teuer. Also das ging dann auch nicht. Und dann das zweite Ding war, und das muss man an dieser Stelle wirklich mal ganz kurz erwähnen, was jetzt aber wieder anders ist, aber damals, als ich so ganz frisch meine Geschmacksnerven sich umgestellt hatten, da fand ich das Essen von meiner Mutter furchtbar. Ich hab meiner Mutter alles an den Kopf geworfen, nach dem Motto, du kannst nicht kochen. Du solltest lebenslängliches Küchenverbot erhalten und solche Sachen. Und es ist auch eigentlich unfair. Und ich sehe heute auch ein, dass es nicht ganz der Wahrheit entsprochen hat, weil ich hatte damals halt einfach nur die extrem sensibelsten Geschmacksnerven, die ich mir vorstellen konnte. Und ja, aber inzwischen esse ich eigentlich recht gerne mal, wenn meine Mams macht, einen Salat von ihr oder Nudeln. Die kann sie echt super. Meine Mutter kann auf den Punkt die Nudeln. Das ist eine Kunstfertigkeit. Und zwar nicht irgendwie auf den Punkt so, dass es al dente ist, sondern auf den Punkt, dass ich es für mich perfekt ist. Das ist nämlich die wahre Kunst. Einmal brauche ich weichere Nudeln, mal brauche ich härtere Nudeln, manchmal brauche ich Nudeln, die ein bisschen matschig schon fast sind. Und meine Mutter hat da irgendwie einen Instinkt und die packt perfekt immer die Nudeln zu machen für mich. Also wenn ich jemals in meinem Leben alleine wohne, dann nur, wenn Mama mir einen Vorrat Nudeln vorkocht. Oh, die werden dann immer so eklig schlapprig nach 3 Tagen. Okay. Ja. Dann habe ich auf jeden Fall so ungefähr mit 14, 15 habe ich dann angefangen, selbst zu kochen, weil es mich einfach wahnsinnig gemacht hat, dass irgendwie, egal was ich, egal wo ich es gegessen habe, egal wie gut die Restaurants waren, egal wie sehr viel Leute sich Mühe gegeben haben, ich immer irgendwann an einen Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, nee, schmeckt mir nicht. Wobei ich sagen muss, ich habe irgendwie zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Rezept gekocht habe, noch nicht ein einziges Kochbuch gelesen oder irgend sowas und mir ist das erste Ding gleich gelungen. Also ich würde sagen, habe ich ein Naturtalent mitbekommen, zum Glück. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, oft mir selber zu kochen. Und dann war aber so, dass es ist wirklich, also wenn man sich das so überlegt, dann ich habe wirklich einen Sparen gehabt in dem Punkt. War es so, dass ich habe dann gekocht und ich fand immer, dass mein Essen ganz okay war. Ich habe mein eigenes Essen nicht gut befunden. Ich befinde mich heute mein Essen selten für was Gutes. Aber ich fände es immer okay und ich kann davon essen. Das ist das Motto. Hauptsache, man kann es essen. Und dann war es immer so, dass mein Vater aber immer die Angewohnheit hatte, wenn ich ihn mitessen lassen habe, dass er dann irgendwann gemeint hat, irgendwie was mit, da muss noch Fleisch dran. Und ich bin ungefähr mit 8, 9 Vegetarierin geworden, weil ich dann einfach meine Hasen hatte und ich dann jedes Mal ich konnte es dann einfach nicht mehr, weil ich dann einfach gedacht habe, das sind auch Tiere. Und dann hat mein Vater, egal was ich gekocht habe, immer irgendeinen Verbesserungsvorschlag gehabt. Und irgendwann habe ich dann zu meinem Vater gesagt, weißt du was, wenn es dir nicht passt, dann iss halt gar nichts mehr mit. Dann war meine wichtigste Regel, wenn ich was koche, dann isst Vater nichts mit. Es ging dann ungefähr so, bis ich 20 war. Ab 20 hat dann mein Vater auch wieder mitessen dürfen. Vielleicht war es auch schon mit 18, ich bin mir nicht sicher, kein Zeitgefühl und so. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall angefangen, mir selbst zu kochen. Und dann habe ich eigentlich immer nur Tomatensauce gekocht.
Weil da kann ich raue Mengen machen und dann muss Mama bloß noch aufwärmen und ich muss trotzdem nicht immer was machen. Das war schon praktisch. Ja, und dann habe ich auf jeden Fall Tomatensoßen gemacht und eines Tages habe ich dann den Spinat entdeckt in einem Rezept mit Gorgonzola, weil Käse war fast immer mein Ding und ich habe auch fast alles Käse geschmissen. Und dann habe ich auf jeden Fall diese Gorgonzola-Nudeln gehabt. Die habe ich dann auch gegessen. Und ja, da war aber halt im Rezept drin, dass da Spinat dazu gehört. Und da ich das Rezept meistens beim ersten Versuch immer genau ins Rezept halte, habe ich dann Spinat das erste Mal gegessen. Und ich habe ihn für gut befunden. Ja. Und dann habe ich auf jeden Fall noch öfter, ein bisschen öfter Spinat gegessen. Dann habe ich irgendwann auch Kartoffeln entdeckt. Und ja, dann auf jeden Fall war es dann so, dass ich irgendwann kam dann meine Babette in mein Leben. Hi an dieser Stelle. ja, und die hat dann mir noch ein paar andere Sachen gezeigt, wie zum Beispiel Pastinaken, Süßkartoffeln und für Zucchini und so Zeug wird sie mich nie begeistern können. Aber zum Beispiel auch, also auch für, ich habe auch mal Kohlgemüse bei ihr gegessen oder besser gesagt die Soße, die dran war. Ja, und so probiere ich immer mal wieder neue Sachen, wenn es gemüsetechnisch oder sowas geht, bei ihr aus, weil ich einfach weiß, dass sie da ein Händchen dafür hat, das zuzubereiten. Und dann manchmal, wenn ich es für total gut finde, dann mache ich es zu Hause auch wieder manchmal gelegentlich, wenn ich Lust darauf habe. Und so habe ich dann irgendwann mein Essensding einfach erweitert. An dieser Stelle mal erwähnt, jetzt kommen wir nämlich zum Punkt, ich habe nicht nur fettige Pizza gerne gegessen, nein, ich habe auch gelegentlich gerne mal, als dann in der Nachbarstadt ein Burger King aufgemacht hat, habe ich auch ein Burger King gerne noch, esse ich auch noch gerne. Aber, und das ist ein Phänomen, egal wie viel Mühe ich mir gebe, egal wie sehr ich mich anstrenge, ich hasse McDonald's-Essen. Es ist nicht so, dass ich was gegen Fastfood hätte, weil ich meine, beim Burger King kann ich das essen, aber bei McDonald's kommt es mir fast hoch. Und wie meine Mutter mir vor ein paar Jahren gestanden hat, und das kann man wirklich nicht anders sagen, waren es ein Geständnis, ich habe bei unsere Haus ist in der Nähe von dem McDonald's. Und meine Eltern haben mich als Kind mit McDonald's-Futter ganz lange vollgestopft, nach dem Motto, so lange, bis es mir zu den Ohren raushängt, damit ich nicht immer nach McDonald's-Futter knatsche. Und ich kann ja sagen, was ich will, aber es hat funktioniert, weil ich habe noch heute eine totale McDonald's. Ich kann es nicht haben. Ich meine, ich esse manchmal Pommes, aber ich finde die immer zu labbrig und irgendwas passt mir immer nicht dran. Also, ich meine, meine Ernährung gesünder gemacht haben sie damit sicher nicht. Aber sie haben mich vom McDonald's abgehalten. Ja, und das ist ungefähr so ein bisschen mal im Groben dann meine Ernährungsgeschichte. Und ich kann mit Stolz und Fug und Recht sagen, ich bin jemand, wenn ich hungrig bin, dann weiß ich, was ich brauche. So was mein Körper braucht, um Energie zu haben, um fit zu sein. Und da kann es dann manchmal sein, dass ich zu meiner Mutter irgendeinen total verrückten Wunsch äußere. Sowas wie, Mama, bringst du mir ein Glas Essiggurken mit? Ich weiß dann nie, warum ich es brauche, aber in dem Moment weiß ich einfach, ich brauche dann diese Essiggurken. Und deswegen an alle da draußen, wenn ihr Kinder habt, lasst sie essen, was sie essen möchten. Und sagt nicht diesen Spruch, was auf dem Tisch ist, wird gegessen, weil das macht nur diesen natürlichen Instinkt dafür, was man braucht, kaputt. Und das Einzige, was ihr ihnen nicht geben solltet, wären Süßigkeiten, weil das ist einfach, das braucht der Körper im Zweifel einfach wirklich nicht. Ja, das war mein Video zum Thema, wie ich mich so ernährt habe und auch heute noch zum großen Teil ernähre. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Freitagabend oder Freitagmorgen oder Freitagmittag. Nein, Freitagmittag und Freitagmorgen geht ja eigentlich nicht, weil ich meine, das Video kommt ja schon um 18 Uhr, also Freitagabend. Entschuldigt. Das war jetzt ein bisschen verpeilt. Gut. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall einen wunderschönen Freitagabend.
Und vielleicht einen schönen Samstagmorgen oder einen schönen Samstagmittag. So, jetzt habe ich es, damit ich das auch drin habe. Ich wünsche euch jetzt noch einen guten Appetit und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr denn so gerne esst oder was ihr so überhaupt nicht essen könnt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eben eine E-Mail an die bell.rietmann@outlook.com. Wir sehen uns dann übrigens nächsten Mittwoch wieder. Bis dann. Ciao.